Wir spielen Civ 6, wir spielen mit den Galliern, wir spielen auf Gotthard im Modus dramatische Zeitalter und wir spielen erstaunlich fix im Augenblick. Das produziert den einen oder anderen Fehler und ich hoffe sehr, dass wir uns das leisten können. Wir haben immerhin dieses traumhafte Werk hier bekommen, ein großes Werk von einem chinesischen Künstler, das in der Bank in Oxford ausgestellt wird. So sieht es aus. In Amphitheatern kann man übrigens keine Sets machen, da wird nicht gepuzzelt. In Banken steht was, wir können rüberbringen ins Kunstmuseum. Da sollten wir einen vielleicht hinbringen, damit wir hier ein bisschen puzzeln können. Also der nächste sollte vielleicht woanders entstehen, den würde ich gerne dann hier hinbringen. Also wir ziehen schon mal hier hin, nächste Runde, und beamen uns dann dorthin. Man sollte ja keine Doppelten ausstellen, deshalb kann das eine Werk in der Bank stehen und das andere in diesem Kunstwerk, in diesem Kunstmuseum. Der setzt, hier können wir nicht durch, hier ist gar kein Durchgang. Dann müssen wir ganz woanders lang ziehen. Und dann übers Wasser vielleicht runter und dann dorthin. So, 5 Aktionen. Hier hatten wir eine Mine gebaut. Das ist soweit so gut. Einen hier oben wollten wir Fischzucht machen. Hatten wir gemacht. Mit dem hier könnten wir runterziehen. Und hier rüber ins Wasser. So machen wir das. Hier könnten wir auch nochmal eine Mine bauen. Aber die wird im Augenblick gar nicht benutzt werden. Nächster Bürger in 13 Runden. Erst für mehr Wohnraum sorgen. Hier oben durch die Fischressourcen. Und außerdem kommt man hier noch einen Leuchtturm drauf. Dann ist hier der Meteorschauer runtergegangen. Noch einer. Da könnten wir eine Einheit hinschicken. Die würde aber lange brauchen, bis sie dort ist. Das lasse ich mal sein. Und hier ist eine Stadt ohne Energie. Die zweite schon, das ist Oxford. Aber hier entsteht ja ein Kohlekraftwerk, dann ist alles gut. Und in Bullwerk entsteht auch eines. Dann werden wir hier für die Fabriken mehr Produktion bekommen. Einen Schritt weiter. Einheiten ziehen hin, Einheiten ziehen her. Und wir müssen auch gleich mal schauen, wie es bei den Zeitalterpunkten steht. Hier feuern die freien Städte auf die Römer. Und wir haben 4 Zeitalterpunkte bekommen, die wir gar nicht eingeplant hatten, Matsumanix. Ja, das ist tatsächlich so, weil wir das erste Mal jetzt ein Kraftwerk gebaut haben. Wir bauen, wir verbrauchen im Augenblick, wir erzeugen im Augenblick so viele Zeitalterpunkte, dass wir verschwenderisch sind. Wir sollten anfangen, möglichst wenig fertigzustellen an Zeitalterpunkte, bevor der nächste Epochenwechsel kommt und damit wir den nächsten dann früh einsacken. Rauch steigt auf, Maschinen brummen, Gallien hat die Kraft der Natur in den Dienst des Fortschritts gezwungen. 4 Zeitalterpunkte für uns. Wir sind die weltweit Ersten, die eine Ressource verbrauchen, nämlich diese, die Kohle, um Energie für unsere Städte zu erzeugen. 4 Zeitalterpunkte. Oder, wie der kultivierende zivilisierte Silver zu sagen pflegt, 4 Zeitarbeiterpunkte für uns. Sehr, sehr schön. Eureka für die Raffinerie. So sieht's aus. Uns fehlen 12 Runden vor Schluss nur noch 10 Punkte und die kriegen wir durch die Forschung ja fast schon alleine. Der Zoo ist fertig in Bullix am Rhein. Wir brauchen keinen Wohnraum hier. Wir könnten Handwerker anbauen, den wir hier nicht brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein Weltwunder beginnen zu bauen, weil alles andere macht im Moment keinen Sinn. Den nächsten Bezirk können wir erst ab 13 Bürgern bauen. Das ist viel zu früh. Ich würde sagen, wir beginnen dann ein Weltwunder zu bauen, wenn es wirklich Sinn macht. Eremitage macht immer Sinn, weil es zur Kultur beiträgt. Große Künstlerpunkte, Kunstwerke pro Runde, Kultur. Wir streben zwar keinen Tourismus-Sieg an, aber die Kultur hilft uns ja auch bei der Forschung. Christo Redentor bringt dagegen nur Tourismus. Basilius-Kathedrale macht hier ohne Tundra keinen Sinn. Panama-Kanal ist ja dermaßen sinnlos. Da wollen wir erst gar nicht mal drüber nachdenken. Irgendwie mit Handelsweg, aber ich komme, das ist, lassen wir sein. Ich könnte mir vorstellen, wir bauen Eremitage. Die Frage ist nur, was machen wir dafür kaputt, Matsumanix? Ja, ich war gerade noch, du bist schon bei der Eremitage, ich war noch am Überlegen, ob wir vielleicht noch einen Spion uns gönnen wollen. Du hast recht. Das können wir auch machen. Schon eingestellt. Hier vorne hin, Bullwerk. Kohlekraftwerk steht, damit ist das Stromproblem hier auch behoben.
grün, hier unten rot, das ist alles gut. Nächster Schritt. Stadtmauern zu Ende bauen, aber ich weiß nicht wofür. Banken, mehr Geld. Amphitheater, mehr Kultur. Wohnviertel brauchen wir im Moment nicht. Banken hilft immer. Wir gehen mal einen Moment aufs Amphitheater und dann gucken wir weiter. Bezirke hatten wir ansonsten hier keine eingestellt. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir das Ruhrgebiet irgendwann anfangen wollen zu bauen. Wir checken nochmal, ob es woanders gebaut wird. Noch nicht. Das Ruhrgebiet bräuchte, wie lange? 16 Runden. Wir wissen nicht genau, wann der Zeitalterwechsel kommt. Wahrscheinlich so um die Kante rum. Wir ziehen das hier noch einmal durch mit dem Amphitheater. Aquarium. Schön. Hilft auch drumherum. Werkstatt. Bringt bei uns jede Menge Kultur. Muss gebaut werden. Ist ein Muss. Dank Leonardo da Vinci, der uns plus 6 Kultur gebracht hat für jede Werkstatt. Wundertüte. Arena steht. Nächster Schritt wäre der Zoo. Oder ein Oppidum. Oppidum ist noch nicht platziert. Wegen Werkstätten muss irgendwann sein. Platz haben wir uns noch nicht ausgeguckt. Wohnraum wäre nötig. Wohnraum hier oben, Reisressource zerstören oder hier unten und Mine putt machen. Zoo gibt Annehmlichkeiten rundum. Wir machen erstmal Zoo. Zoo hilft überall. Blick auf die Annehmlichkeiten zeigt uns, das können wir echt dringend gebrauchen überall. Denn wir haben ein enormes Bevölkerungswachstum. Und er hat wie durch ein Wunder überlebt, weil er auf einem Hügel stand. Es hatte ihn ja ausgebremst. Er hatte noch 2 Bewegungspunkte übrig. Einen, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall konnte er gerade abhauen. Barbaren. Ein Vulkanausbruch. Ein Technikboost. Und zaps, Zeitalterpunkte noch und nöcher für uns. Wir ziehen ein bisschen weiter. Das haben wir jetzt alles ausgekundschaftet. Ich würde die Lücke gerne hier noch auskundschaften. Das ist aber riskant wegen den vielen freien Städten. Wir ziehen mal ins Territorium unserer Verbündeten rein. Hier wollten wir roden für London. Das machen wir aber zu Beginn der nächsten Runde. Einfach nur so. Dann sehen wir sauberer, was das bringt und machen dann nach dem Minotaur-Pionier dann vielleicht doch erstmal die Fabrik fertig. Ein Kahokia-Hügel, der zweite Kahokia-Hügel. Beides für Blutnix, Annehmlichkeiten da. Mit ihm können wir raufziehen und jetzt endlich mal Weide anschließen und so weiter. Und hier in Lissabon wollten wir mit 84% Wahrscheinlichkeit 5 Gesandte ausschalten. Einer Ziff, mit der wir konkurrieren, dem wir einen Skandal erfinden. Das wäre Trajan. Danach wären wir eindeutig Suzerän hier. Und das wäre cool. Dann hätten wir nämlich hier den Suzerän-Bonus abgegriffen. Wir hatten gerade schon Gesandte investiert. Dauert sehr lange. Wir könnten nachher beim Wechsel, beim nächsten Politikkartenwechsel reingehen, dass die Karte reinnehmen mit der Diplomatie, dass Spione ihre Missionen 25% schneller fertig machen. Aber ich weiß nicht, ob das dringend nötig ist. Gucken wir mal. Mal schauen, was wir an großen Persönlichkeiten haben. Im Chat wünscht sich jemand den James Watt. Sonntagskind, liebe Grüße nochmal an dich. Aber den kriegen wir, glaube ich, ja. Wir könnten jetzt rekrutieren. Das sind die plus 2. Das geht jetzt. Danke, dass du uns daran erinnert hast, Sonntagskind. Das hilft uns einfach sofort. Wir haben so viele Fabriken mittlerweile, wir räumen hier mal ab. Und wir können ja zweimal einsetzen, weil wir ja das Mausoleum von Halikarnassos gebaut haben. Gucken wir uns gleich mal an, wie das dann im Detail funktioniert. So, mit dem. Das heißt, wenn wir Glück haben,
Glück oder Pech? Nee, wenn wir Glück haben, gibt der Fabriken sogar plus 4 Produktionen. So wie Leonardo da Vinci unseren Fabriken, unseren Werkstätten schon zweimal plus 3 Kultur gibt. Und plus 4 Produktion, das ist schon heftig, ne? Das wäre sehr cool. Gibt Zeitalterpunkte dann? Jetzt auch. Eindeutig, gibt Zeitalterpunkte, ja. Aber der eine mehr oder weniger macht, führt jetzt nicht auch mehr so, auch nicht so zu der Katastrophe. Magst du dich noch eine Stufe wieder kleiner machen? Da ist der Apostel da hinten. An den kommen wir aber nicht ran. Ein Zeitalterpunkt dazu bekommen und eine Runde weiterziehen. Gucken, ob wir wieder etwas erhandeln bekommen, was ich danach sinnlos verbrate in irgendwelchen Fehlklick-Sessions. Wir könnten etwas Eisen verkaufen. Das sind so kleine Mengen, dafür versuche ich das erst gar nicht. Und bei Luxusressourcen sieht es auch nicht so aus. Wann können wir denn wieder unseren Honig ein zweites Mal verticken? Und die Leute, denen wir Honig rüberschicken. Oh, bei irgendjemand ist was ausgelaufen. Irgendjemand hat mir die ganze Zeit Honig geschickt und jetzt nicht mehr. Cleopatra kriegt's noch. War das Basilius? Ja, 10 Gold für 30 Runden. Sehr schön. Klasse. Sehr fein. Er hat schon Öl. Der ist in der Forschung echt weit. Den müssen wir im Auge behalten. Wie viele Städte hat er denn? Ja, er hat noch ein paar behalten. Also er leidet weniger unter den Angriffen der freien Städte als Kleopatra zum Beispiel. Eine Runde weiter. Baumwolle kann ich verkaufen. Vacuum Energy, das hilft, bringt uns nur nichts, weil wir im Augenblick drin haben, dass Baumwolle keine Annehmlichkeiten bringt. Und deshalb können wir das verkaufen, aber wir bekommen fast nichts dafür, weil die KI nicht doof ist. Es gibt nur ein Gold dann oder so. Wir sollten also abwarten mit dem Baumwollverkauf, bis der Preis wieder stimmt und der nächste Weltkongress hinter uns liegt. So, nicht mehr zur Bank, sondern einmal hier oben hin. Ein Kürassier. Wie kommt der da hin? Hat man den gekauft? Gebaut? Nee. Wie kommt der Kürassier denn? Hat man den dahin geschickt? Ich kann mich an nichts erinnern. Nein, wir sind mit dem Gesaten auf die Meteore draufgezogen und haben deshalb den Kürassier geschenkt bekommen. So war's. Okay. Jetzt gehe ich aber hier doch mal gucken, wie es hier so aussieht. Und er bleibt hier. Das heißt, wir haben ein Meteorfeld aufgedeckt und daraufhin hat uns der Kosmos ein Kürassier geschenkt. Meinst du mal nichts? Wie kann ich mir das als Geschichte vorstellen? Also, ihr kennt doch alle die Superheldenfilme. Superman kommt von diesem fremden Planeten hier runter, landet hier, aber nicht in einem Meteoritenschauer, irgendwie darüber und er wird hier geboren, nicht als Journalist, sondern als Kürassier. Was für eine Geschichte könnte dahinter stecken? Welche Geschichte könnten wir dadurch stricken, dass Meteore auf die Insel runterknallen und plötzlich ein Kürassier bei uns entsteht? Ja, ich glaube, das war so ein bestimmtes Erbgut, was in diesem Meteor drin war und was in unserer Stadt dann halt sich verbreitet hat und deshalb einmal so einen speziellen Kürassier erschaffen hat. Danke für den Hinweis im Chat von Will Crenim. Der weist uns auf einen bösen Apostel hin. Dem lauern wir hier auf. 20 Kohle für 2x30 und 3x... Nee, das ist mir zu dünn. Tut mir leid. Der zieht unten rum. Da oben ist der Apostel und zieht uns entgegen auf unseren Disputanten zu und verschwindet in der Stadt. Feigling! Ein Zeitalterpunkt, weil wir
Die ersten sind, die diese Tech hier erforscht haben in der neuen Epoche, in der Moderne. Ingenieurskunst besteht darin, die großartigen Energiequellen der Natur zum Nutzen und zur Annehmlichkeit der Menschheit zu lenken. Ich glaube, ich habe mich gerade verlesen. Wir waren nicht die erste ZIF, sondern wir sind die, sondern wir haben, also als unsere ZIF, als Gallia endlich mal sind wir in die Moderne gekommen, weil bei das Erdöl verfügt ja schon Byzanz. Öl bekommen wir jetzt, wenn wir Ölquellen bauen. Und dann können wir Kriegsschiffe mit Kohle betreiben. Ganz, ganz eine Einheit, die ich sehr schätze, als auf dem Wasser. Ich glaube, mein Lieblingsschiff bei SIF 6, weil das diese enorme Reichweite hat von dreien Geländefeldern, weil man dann feige auf fremde Städte an Küsten bomben kann, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Mein zweitcoolstes Schiff bei SIF 6, das ist das Panzerschiff, weil das ist das erste Schiff, dem ich zutraue, wirklich fremde Städte zu erobern. Einfach rein als Nahkampfschiff. Das überrascht immer wieder. Das ist immer ein toller Effekt, wenn man Let's Playt, wenn man einfach mit einem Schiff in eine Stadt reinfährt und die Stadt damit erobert. Das ist immer cool. So. Jetzt gucke ich mir den Tooltip nochmal an hier. Ja. Wir sind die Ersten. Noch einmal dazu. Und wir haben jetzt, es fehlen nur noch 6, 7. 7 fehlen noch und mindestens 11 Runden Zeit. Danke an Skaramanga 3 für dein Abo. Liebe Grüße, danke dir. Sehr lieb, danke dir für die Unterstützung. Ja. Neu hier? Falls ja, herzlich willkommen von uns allen. In Obulix Aquarium steht und boostet ganz viele Leute drumherum. Fabrik natürlich. Ohne nachzudenken, zack, Fabrik. Denn die geben uns gleich 6 Produktionen mehr. In Trevanna, Hafen steht. Leuchtturm. Leuchtturm oder Fabrik. Machen erstmal Leuchtturm, dann haben wir mehr Wohnraum. Mit der einer Tier. Einmal hier rauf, Fischerboote. Und dann geht's dahin weiter. So, und mit ihm wollten wir, hier ist ein Apostel, den würde ich gerne angreifen, der versteckt sich aber hier oben, wer zieht immer hinterher? Wir können die Stadt nicht angreifen. Jetzt mal eine Runde, nee, das kann man machen. Ich will ihn nicht opfern, dass er gegen eine zu starke Einheit zieht. Hier versuchen wir uns hier oben mal rein zu schleichen. Na, wir bleiben aber eins weiter noch. Oh, die Stadt kann uns von da, kann die auf uns feuern. Wenn wir Pech haben, ist der drauf. Ich verschanze uns mal. Da haben wir einen kleinen Verschanzungsbonus, einen minimalen. Wir müssen nur daran denken, die Einheit gleich wieder wegzuziehen. Kriegen wir den Kollegen hier unten? Ja, den schwächen wir jetzt. Das saß. Unabhängig. Argos ist unabhängig geworden. Gorgo, die Griechin, verliert eine weitere Stadt an die fremden, freien Städte. Barbaren nähern sich Flutnix. Das ist ja frech. Wir haben noch nicht mal eine Stadtmauer hier. Das gibt's ja gar nicht. Und der würde uns platt machen hier. Der plündert uns gleich alles weg. Wie gut, dass wir einen Kürassier haben. Der eilt ganz schnell hier hin. Der hilft. Ein Kürassier hier rüber. Und der jetzt doch zurück in die Stadt. Haben wir irgendjemand, der hilft? Wir haben nur diese doofen Gesaten. Die brauchen ewig und 3 Tage und sind furchtbar schwach. Leute, wir haben uns militärisch. Wir haben noch nicht mal eine. Können wir schnell eine Stadtmauer hier dazwischen schieben? 3 Runden. Hier muss irgendwo ein Barbarencamp sein. Das riegeln wir hier aber ab jetzt. Ich verzichte mal auf die Uni-Punkte, die Forschungspunkte und wir ziehen mal eine Stadtmauer vor. Hätten wir das bloß früher gemacht. Nicht, dass der hier drauf geht. Jetzt habe ich aber richtig. Ich weiß nicht, ob der sterben kann. Setz mal eine Runde aus. Ja. Das ist ein Ranger, der könnte auf uns feuern, auf die Galeere. Das ist ja echt zu doof hier. Einmal in die Stadt rein.
Wir sind so feige hier. Aber Upgrade möglich aufs Panzerschiff, aber es ist auch eine Nahkampfeinheit. Eine Fernkampfeinheit, ein Fernkampfschiff würde uns helfen. Hammer nicht. James Watt, der hilft uns jetzt aber. In dem Boomen wir bieten, schicken wir uns mal rüber nach. Einmal nur Oxford. Ist, ja, das geht am schnellsten. Einmal nur Oxford hin. Und jetzt hier nochmal auflösen, das zweite Werk holen. Rote Klippe. So sieht die rote Klippe aus. Ausgestellt im Kunstmuseum in London. Fischer bei den Vorbereitungen am Lotusfluss. Ein erstes Kunstwerk. Und hier wiederum funktioniert es ein bisschen anders als bei den archäologischen Museen. Lieber Matsumanix, mit den Boni. Magst du mal den Leuten erklären, wie? Ja, also bei den großen Kunstwerken ist es so, dass wir immer denselben Typ eines Kunstwerks haben wollen, also zum Beispiel ein Landschaftsporträt oder eine Skulptur. Aber die müssen halt von unterschiedlichen Künstlern erschaffen werden. Und deshalb hatte ich eben das Manöver gemacht, dass wir den Künstler zuerst in der Bank das Objekt haben entstehen lassen, das Werk, und jetzt im Kunstmuseum, weil wir sowieso nicht zwei Kunstwerke desselben Typs und desselben Künstlers hier in London haben sollten. Das ist Quatsch. Und deshalb steht jetzt hier eins hier. Das wird ja hier nicht weiterhelfen. Und da steht dann jetzt schon mal woanders und hier haben wir dann Platz für irgendwas Neues. So hatte ich mir das gedacht. Jetzt können wir anfangen, Eisenbahnen zu bauen. Das finde ich immer so cool, das macht mal so viel Spaß. Bei allen Civ-Teilen, die es vorher gab, das Bauen von Eisenbahnen hat mir immer unfassbar Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie das dir ergeht, Matsumanix, oder euch, auf YouTube oder auf Twitch. Ich finde das Gefühl, dass man plötzlich nicht mehr Rücksicht nehmen muss auf Geländer, Hindernisse, dass man quasi geschießen kann durch die Landschaft. Am allercoolsten, weil am befreiendsten fand ich das bei Civ 2 und Civ 3, ne? Bei Civ 4 kostete das, glaube ich, Bewegungspunkte noch, also wenige Bewegungspunkte mit der Eisenbahn. Bei Civ 3, da konnte man die so quasi durch die Landschaft schießen, von einem auch zur anderen. Ich glaube, bei Civ 3 war das so und bei Civ 2 auch, ne? Also bei Civ 2 habe ich nur Test of Time gespielt, so ein Klon von einer anderen Firma. Aber ich bilde mal ein, bei Civ 2 und bei Civ 3 war das so, dass man gar kein, dass man die quasi hier hatte und dann konnte man die woanders hinschießen, die waren sofort da. Ich glaube ab Civ 4 oder war es bei Civ 5, da kostete das dann zwar wenige Bewegungspunkte, also sie schafften ganz viel, aber man konnte die nicht mehr beamen. Ich krieg's nicht mal genau hin. Unendliche Bewegung nennt Doranon das bei Civ 2, genau. Wie war das nochmal genau? Bei Civ 5 glaubt sich Civi Scheichix erinnern zu können, waren es 10 Bewegungspunkte, die man hatte, wenn man eine Eisenbahn lang lief. Bei Civ 3 war es definitiv so, dass man sich beamen konnte. Und bei Civ 4, GHT-MP meint, das verstehe ich nicht richtig. Wie war es bei Civ 4, Leute? Wie war das bei Civ 4? Wer weiß das noch? Ich habe so viel Civ 4 gespielt. Rauf und runter. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das mit der Eisenbahn bei Civ 4 war. Ich ziehe mal weiter und schreibe das nochmal in den Chat rein. Hier konnten wir, wir haben in Waldnix den Magnus, das heißt, wenn das Feld zu Waldnix gehört, haben wir gleich in irrem Tempo mehr Bürger. Denn hier müssen wir nur hingehen und müssen Sumpf entfernen und guck mal, 12 Bürger und jetzt gleich 13. Sehr cool. Bei Civ 4 hat es schon Bewegungspunkte geopfert, schreibt GHTMP. GHTPMP, du hast eben das Thema angesprochen im Chat, warum wir keine freien Städte erobern. Das ist wegen des Modus mit den dramatischen Zeitaltern. Mittlerweile könnten wir es jetzt machen, weil wir das Gefühl haben, dass es gut flutscht mit den Zeitalterpunkten. Es ist in diesem Modus ja so, dass jede neue Stadt, die man sich erobert, 3 mehr an Zeitalterpunkten braucht in der Epoche danach, um ein goldenes Zeitalter zu bekommen. Deshalb sind wir so ein bisschen... Bremsen wir uns so ein bisschen ein gerade, aber wir müssten halt jetzt dann wirklich, ich glaube, es bringt nicht so viel. Die sind alle ja nicht direkt gerade um die Ecke und es läuft so gut. Ich glaube, beim Diplomatiesieg helfen uns so etwas weit entfernte freie Städte jetzt auch nicht wesentlich weiter.
Das ist irgendwie nur ein tolles Gefühl, dass man mächtig ist, aber beim Diplomatie-Sieg hilft einem das nicht weiter. Macht so mal nichts. Nee, das wird uns nicht weiterhelfen. Wir bauen erstmal eine Eisenbahn. Wir bauen die ja so quer von Ost nach West. Und sobald wir das erste Mal zwei Städte miteinander verbinden, bekommen wir auch wieder schöne Zeitalterpunkte. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir vielleicht die Städte fast verbinden. Noch nicht bis zum Ende. Im Chat schreibt North Bowman, er glaubt sich zu erinnern, dass die Eisenbahn bei C4 keinen Bewegungspunkt verbraucht hat pro Feld, aber einen pro durchgezogener Stadt. Echt? Ich glaube nicht. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Sir Winstonix schreibt, bei C4 konnte man sich innerhalb eigener Grenzen oder mit offenen Grenzen frei bewegen. Ich den Plänkler haben wir gesehen. Danke. Hier einmal roden für die Fabrik. Hier ist die Fabrik. Das ist 4 Geländefelder entfernt von London. Das können wir nicht bewirtschaften. Aber wenn ihr auf den Tooltip schaut, dann steht dort Besitzer London. Und wenn wir hier roden, dann geht das hier rüber in diese Fabrik. Wir können nicht einstellen, nicht manuell einstellen, mit welcher Stadt wir den Wald verbinden wollen. Das macht das Programm automatisch. Das kann man nicht ändern. Aber die Rodungserträge bekommen wir. Jetzt haben wir 2 Runden gespart. Das Ganze ist natürlich beim Thema Kohlendioxid und Meereswandel so eine Sache. Wir können mit Glaubenspunkten Stupas kaufen, machen das wir erstmal nicht und beobachten weiter die Apostel und klicken ansonsten einfach auf eine Runde weiter. Ein interessanter Hinweis im Chat von Silento. Es könnte noch passieren, wenn es so weiterläuft, dass wir aus Versehen den Kultursieg holen. Mega kolossaler Ausbruch hier in der Nähe unseres Reiches. 5 Geländefelder gedüngt und 3 Geländefelder beschädigt. Das ist aber eingepreist. Das ist die Stadt, die wir als letzte gebaut hatten und die 2 Vulkane direkt daneben hat, dadurch aber unfassbar produktiv auch ist. Und hier steht ein Handwerker. Wisst ihr was? Während er ausbrechend, den ziehen wir, also einmal reparieren ist ja okay. Aber ansonsten beobachten wir die Situation mal. Hier ist eine Mine von dem kaputt gemacht worden. In 2 Runden ist die Schattmauer da. Und mit dem Kürassier. Und das Amphitheater steht, Ruhrgebiet baubar. Und der Zeitalterwechsel wann? In 10 Runden genau. In genau 10 Runden. Bis dahin noch 7 Punkte. Alle Punkte, die wir uns vorher holen und die über die 7 rausgehen, sind quasi verschenkt. Das versuchen wir zu vermeiden. Ja? Gucken, das heißt, wir können das Ruhrgebiet jetzt anbauen. Oder wir können auch sagen, das baut eh keiner. Wir bauen erstmal das Archäologische Museum, aber ich glaube, mittlerweile können wir das machen mit dem Ruhrgebiet. Das machen wir. Hier oben geht es einmal hin. Oh, wir können es auch hier unten bauen. Ist aber erstmal nachdenken. Wir wollten es hier oben bauen, weil der Handelsdistrikt davon profitiert. Genau. Er hat dann 2 Bezirke anbei. Ja, also das Wunder zählt nicht als Bezirk, leider. Das war nicht die Begründung. Ach Quatsch, entschuldige. Ja, natürlich. Völliger Quatsch. Dann ist es ja eigentlich egal, wo wir es hinstellen. Dann könnten wir uns sogar überlegen, wir setzen es auf das untere Feld hin, weil im ersten Ring können die Gallier im ersten Ring um die Stadt keine Bezirke bauen. Das ist ein Malus, den wir haben. Nennen wir oben hier noch einen Platz frei für irgendwas, was man in der Zukunft an Bezirk vielleicht noch setzt, um den Handelsdistrikt zu boosten oder so. Ja, ich würde auch das untere Feld jetzt nehmen. Wir checken nochmal die Erträge, aber die sollten genau identisch sein. Das ist kein Unterschied. Eben wurden 16 angezeigt. Warum sind es jetzt 18? Weil der Bürger, weil vorher ein Bürger hier auf der Mine gearbeitet hat und jetzt haben wir weniger Produktion.
Jetzt verteilen wir unseren Bürger aber mal so. In 9 Runden der nächste. Wir sollten eine neue Mine irgendwo bauen, die jetzt hilft. Oder uns eine klauen. Wenn woanders eine Mine nicht genutzt wird. Ich finde, wir könnten die Mine hier abgeben. Das ist nicht so schlimm. Ob die Stadt jetzt ein bisschen früher oder später fertig wird, das ist nicht so schlimm. Wir gehen nach Bulwark und holen uns die Mine hier unten dazu. Dann müsste gleich hier auch eine 16 stehen. Wird gleich übernommen noch. Und hier könnten wir uns überlegen, ob wir von Wald nix eine der beiden Geländefelder uns holen. Aber die werden auch beide benutzt. Das lassen wir jetzt so. Dann in Waldnix Produktion, Riesenrad steht. Das ist hier entstanden auf dem Wasserpark. Aquarium, der nächste Schritt, boostet ganz, ganz viel. Fabrik dagegen bringt gleich mehr Produktion. Ich würde trotzdem erstmal das Aquarium machen und dann die Fabrik. So, und weiter. Und gleich können wir... Wo ist denn unser James Watt? Wo ist der entstanden? Wo ist James Watt? Wir haben uns doch gerade geholt, oder? Nee, den wollten wir uns noch holen. Oder hatten wir ihn uns geholt? Wir hatten ihn uns geholt. Wo ist er denn? Wo ist James Watt gelandet? Sieht einer James Watt? Da ist er. Nein, das ist er nicht. Das ist Filippo Brunelleschi. Der bei Wundern hilft. Wo ist James Watt gelandet? Sieht einer James Watt? Hat ihn jemand anders? Nee, da ist er doch. Da ist er. Da ist James Watt. Und er macht jetzt eine Fabrik, eine Werkstatt und Fabriken geben plus 2. Den sollten wir irgendwo hinschicken, wo noch weder Fabrik noch Werkstatt stehen. Und dann boostet er alle mit plus 4. Der kann nämlich zweimal diese Aktion durchführen. Zwei Aktionen wegen eines Weltwunders. Und jetzt suchen wir einen guten Platz für ihn. Und da geht's zur Sache.